Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, wundert euch nicht, dass ich jetzt komplett woanders stehe. So ganz verstehe ich es auch nicht. Aber beim letzten Mal wurde mir ja hier unten etwas angezeigt, wo ich hin muss. Und als ich da war und mich jetzt eingeloggt hatte, war es auf einmal wieder weg. Keine Ahnung warum. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier unten die Aufgabe angenommen. Wir müssen mit Kaleum sprechen. Der sollte hier irgendwo. Ach, da hinten. Also es gab wohl auch sehr große Probleme, habe ich gehört. Dass wohl plötzlich die Gilden weg gewesen sein sollten. Kann ich nicht so sagen. Ich habe zwar eine eigene aufgemacht, aber Vorteile habe ich davon jetzt so nicht. Wahrscheinlich, weil ich eh kein PvP spiele. Und die ist auf jeden Fall auch noch da oder wieder da, wie auch immer. Es gab auch noch ein größeres Update zwischendurch. Aber ja, also ob es jetzt damit zu tun hat, kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen. I don't know what to do. Was ist los? Oh, could you help me? I'm an investigator from the Lightbringer Society. Periodically, I check the creature contamination levels from the cursed rains that have fallen on this area. To do that, I must take a sample from those scary-looking creatures and place it in a contamination meter. But Natürlich. Okay, was soll ich tun? please defeat the creatures on the shores. Collect their samples and put them in a contamination meter. I'm a bit of a coastal biophobe. Every survey cycle is a struggle for me. Hört sich leicht genug an. Ja, ob das leicht genug ist, weiß ich nicht, aber okay. Entschuldigt übrigens meine ziemlich kratzige Stimme heute, aber irgendwie, ja, will mein Hals heute nicht mehr so richtig mitmachen. Brauche ich denn irgendwas Spezielles? Moment, aktueller Standort. Nee, Moment. Untersuche die Könne. Besiege 20 Kreaturen. Ja gut, aber steht nicht drin, welche oder ob das jetzt spezielle von denen sein müssen. Waren das schon 20? Nee. Ach so, müssen wir von jedem Platz irgendwie andere machen? Moment da. Oder warum sind jetzt hier gerade verschiedene angezeigt? Nö. Hä, das waren doch noch keine 20 Kreaturen. Das waren vielleicht 4, 5, die ich gerade gemacht habe. Clear measurements of the contamination. Thank you so much for your help. Das war's. Ich muss nicht mehr zurück. Ich muss nichts abgeben. Nichts. Hä? Okay. Ja. dann gibt's noch Brief eines Matrosen. Dies ist die Flaschenpost. Unbekannter Schadstoff. Und die Wahrheit über Hintergassen. Na gut. Frage ist, gibt es da noch irgendwas, wo man schneller hinporten? Ja, doch, da könnte man noch hinporten. So, jetzt sehe ich es auf der Karte gerade nicht mehr. Achso, das ist ein ganzes Stück weiter weg. Dann folgen wir mal eben hier dem Hauptweg. Dann sind wir ja gleich da. Also die Karte könnte ein bisschen größer sein. Ich weiß jetzt nicht, ob man die irgendwie ziehen kann oder so oder beeinflussen kann, aber ich glaube leider nicht. Ich bin froh, dass die gefährlichen Heuschrecken, hier diese, Jasni. Vogelschrecken, dass die nicht mit mir kämpfen wollen, sondern immer nur mit den Skarabäen.
Moment. Ach, jetzt bin ich wieder hier? Hä? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ach, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch nicht die Windhügelkiste. Küste. Brief eines Matrosen. Ich pin das mal an. So. Der ist jetzt da unten. Ach komm, ihr wollt mich doch veräppeln. Was ist denn das andere dann? Das waren dann die Monumentsteine, oder? Nur weil ich das nicht rangepinnt habe, oder was? Oh. Sollte man meinen, das, was man sieht, das kann man dann auch machen, beziehungsweise ist dann auf der Karte markiert, aber nein. Wäre ja zu einfach. Na gut, dann laufen wir nochmal eben hier hin. Die Truhen schnappe ich mir übrigens nicht mehr, nachdem wir ja irgendwann relativ am Anfang gesehen haben, was dann passiert. Wobei ich nicht weiß, ob da jetzt eigentlich eine Belohnung drin war. Ich habe es ja nur einmal ausprobiert. So, hier wird mir irgendein Stein oder sowas angezeigt. Und die nächste Frage ist Flaschenpost. Das sieht aus, als ob das hier irgendwo liegt. Da. Da wurde eine Flaschenpost am Strand angespült. Wenn jemand diese Brief findet, bitte kommt zu meiner Rettung. Mein Schiff wurde verletzt und ich bin auf einer fernen, rockigen Insel gestrandet. Ich bin surrounded by giant crabs. I can see the Windhill Shores lighthouse in the distance. Dear Einar, please send someone to me. Ja. Wenn ich weiß, wo ich hin muss und wie ich da hinkomme, ist alles gut. Die Frage ist jetzt nur, wir können ja nicht schwimmen, oder? Ehrlich gesagt, wir haben das noch nie ausprobiert. Also wir könnten Teil, obwohl wir könnten hier drüber. Das bringt uns aber wahrscheinlich auch nichts. Oh. Ja, wenn man die falsche Taste drückt, dann bringt das auch nicht viel. Wie kommen wir denn da hin? Das ist da hinten die felsige Insel, nehme ich mal an. Das ist so eine kleine Insel. Ist das noch dahinter? Nee, ist doch eine größere. Probieren wir es einfach mal. Ja, funktioniert wunderbar. Oh, was ist das denn? Wir sind ein Otter. Und wieso habe ich jetzt hier die Steuerung drin? Oh, wie süß. Ich hoffe, uns frisst jetzt kein Hai oder sowas. Aber das ist ja niedlich. Das ist ja cool. Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wir haben noch nie versucht zu schwimmen, ne? Das ist ja geil. Und bei der ist weiter rechts. Können wir uns da hochziehen? Als Mensch vielleicht. Ja, du sollst dich hochziehen und nicht hier entlang laufen. Nö, kriegt sie nicht hin. Okay. Wie liest den Brief beim Versunkenen? Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt nicht raus. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist die Frage. Da kann sie hochspringen. Okay. Okay. Ja, back ruhig wieder zurück. Kein Thema. Ist ja nicht so, als ob wir heute noch was vorhätten. Alter, wenn du links stehst, back dir nach rechts. Oh. Das ist aber auch dämlich hier zum... Ja. Ich weiß nicht, wofür die Fs da sind, wenn man sich dadurch nicht hochziehen kann, sondern nur in der Gegend herumläuft. Och, und dann noch nach unten gezogen wird, weil die dann einfach... Oh nö, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Das bin nicht ich. Ich habe keine Hand auf der Tastatur oder der Maus. Ich habe nur einmal F gedrückt.
Sowas hasse ich wirklich. Sowas hasse ich. Ich bin niemand, der viel meckert in Spielen oder so. Aber ich bin jemand, der berechtigt meckert. Das schon. Das muss ich dazu sagen. Ja, das ist doch scheiße, wenn man extra die Fs hat, die aber nicht benutzen darf, weil man dann dadurch woanders weggebackt wird, wo man nicht hin will. Jetzt läuft die auch wieder einfach von alleine. Ach, komm. Und jetzt kann sie gar nicht mehr anpeilen, oder wie? Hallo. Ich würde ja, aber ich kann auch nicht blocken, ne? Ja. Och, komm, nicht wieder runterfallen. Wir nehmen einfach den komplizierteren manuellen Weg. In der Hoffnung, dass der wenigstens funktioniert. Ist der hier ganz oben drauf, oder was? Oder er war oben drauf. Ich glaube, hier ist ein... Hier ist keine Leiche. Ah doch! Daneben ist die Leiche. Das muss der Matrose sein, der die Flaschenpost geschickt hat. Es ist zu spät. Er hatte einen Zettel in seiner Tasche. Damn, Black Rain. It broke my ship along with the treasure. How much longer can I survive on this little rock? Dear Einar, please let me live so I can see my wife again. Okay. Dear honey, I've finally found the treasure. Now all I have to do is get home and pamper you. The rain is unusually fierce, but that's to be expected of a seaman. Castleton is just around the corner. See you soon, honey. Tja, so wirklich nach Hause gekommen ist er wohl nicht, ne? Oh, Verwandlung rot-brauner was? Was? Moment, das schauen wir uns an. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Es war so schnell vorbei. Gleiten, schwimmen. Alle Stufeneffekte. Nee, ich will keine Stufeneffekte. Ich will... wo kommt man das angucken? Hier. Ja, der sieht aber irgendwie cooler aus als der hier, oder? Ich meine, der hat hier dieses niedliche Dings auf dem Kopf hier. So ein kleiner Kung Fu Panda quasi. Aber ich glaube, ich nehme den hier. Doch. Das ist ja cool. Gut, da hinten gibt es... Achso, ist da der Schatz? Moment, ich habe es jetzt gerade gar nicht so... Schatztruhe aus dem Schiffswrack. Genau, dann reisen wir doch dahin. Wir werden vorher wieder verrecken, aber egal. Ist so blöd, dass der nur gleitet und nicht... Ah, Moment, das ist gar nicht da hinten, das ist hier. Das ist gar nicht da hinten. Ich habe mich vertan. Gestaltwandlung Truhenhummer. Was zur Hölle ist ein Truhenhummer? Das schauen wir uns aber trotzdem mal kurz an. Ich will mir zwar jetzt nicht alle Dinge hier angucken, aber unter Spezial ist das, oder? Gestaltwandeln? Das ist ein Truhenhummer. Okay. Okay, gut, braucht kein Mensch. Aber ist in Ordnung, ist immer gut, wenn man das hat. Jetzt zeigt ihr mir das aber trotzdem immer noch hinten an. Nee. Brief eines Matrosen. Achso, soll ich jetzt weitergeben, oder? Frage Dave, die rechte Hand des Fürsten. Nach Hani. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht, dass wir den Brief noch ausliefern müssen. Dann port mir da mal eben hin. How long is this ugly statue going to remain here? This guy's been dead for ages. Erster Ausgang. Ich finde das nur dafür, dass wir am Sprinten sind, ist das unheimlich langsam. Also klar, es ist schneller natürlich als wenn man zu Fuß laufen würde, gehe ich mal von aus. Also, naja.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es kommt mir so ein bisschen vor, als ob wir zu Fuß sprinten würden, so vom Gefühl her. Es kommt mir auf Pferden normalerweise immer sehr viel schneller vor. Wo ist er denn? Ist das der hier versteckt? Nee, der ist... Aber wir waren jetzt gerade hier versteckt. Ach nee, das war was zum Hochziehen. Okay. So, mit wem soll ich reden? Mit dir. Wie ich höre, gibt es einen Wettbewerb. Das wollen wir aber nicht. Wer ist Hani? Hani? Oh, yes. She's the poor lady whose husband hasn't been found in 10 years. So she had a tombstone made. War auch besser. She goes to pray for her husband every day. I'm sure you can find her at the Castleton Memorial right now. Ja, zumindest wird sie dann abschließen können, wenn sie weiß, dass er wirklich tot ist. Ist natürlich immer traurig, so eine Sache, aber ich persönlich finde es besser, ja, dass man halt wirklich zum Abschluss kommt und nicht auf ewig irgendwas hinterherrennt oder irgendwo wartet oder was weiß ich was. Hallo? Hallo? Hallo, mein Süßer? Ja, es tut mir leid, ich habe einen Hund gesehen. Ich muss natürlich stehen bleiben, wenn hier ein Hund ist. Füttern tun wir dich auch. Ja. So, und reden werden wir auch kurz mit dir. Du bist ein braver Hund. Ja. Okay, wir können weiter. Kinder sind nicht so wichtig. Tiere sind wichtiger. Nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, man hält ja nicht an, um ein Kind zu streicheln. Man hält ja nur an, um einen Hund zu streicheln. Oder von mir aus auch eine Katze. Yes? Yes, I'm Harney. How may I help you? Bitte, nimm diesen Brief und diese Halskette. This? It's a letter from my husband. And my necklace that he used to carry around like a charm. Where did you come across it? Also... I see. About 10 years ago, he departed on a ship seeking treasure. After a heavy rainstorm in Lasmin, his ship was found wrecked, and he never returned home. Now that I have his belongings, I can give him a proper burial. Gut, streng genommen könnte man jetzt auch seine Leiche holen und die bestatten. Mein Beileid. Thank you so much. Ja, und es ist immer wieder so, dass man, wenn man jemanden gesagt hat, dass jemand tot ist, die Leute zwar natürlich je nach Charakter und je nachdem, wie lange es schon her ist, dann noch trauriger sind oder vielleicht mal einen Wutanfall kriegen oder wie auch immer. Aber normalerweise ist es dann tatsächlich so, dass sie sich auch bedanken, dass man eben Bescheid gegeben hat, damit sie abschließen können. Unbekannter Schabstoff. Das hatten wir doch gerade, oder? Sprich mit dem... Hä? Thank you so much. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Einmal reicht. Wir gehen wieder zur Windhügelküste. So. Suche nach Spuren. Nee, das ist was anderes, oder? Sprich mit dem Forscher der Windhügelküste bei Spiralklippe. Okay, fängt auf jeden Fall jetzt anders an. Der eine hatte sich ja bedankt und damit ist es ja im Endeffekt abgeschlossen gewesen, nehme ich mal an. Aber das war irgendwie so... Weiß ich nicht. Normalerweise redet man nochmal mit den Leuten, man geht nochmal zurück oder was weiß ich. Ich meine, ich finde es gut gemacht, dass man nicht extra nochmal zurück muss, nur damit dann einer sagt, ja, danke schön, hier hast du Geld oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir was bekommen haben. Ich hoffe schon. Ich hoffe nicht, dass wir das jetzt umsonst gemacht hatten. Den ersten Auftrag heute. Aber, oh nee, da müssen wir wieder hoch, ne? Ist das nicht das gewesen, wo wir diesen harten Kampf da gegen diese drei Leute hatten? Doch, das war doch hier. Was ist mit dir? Hallo. Ach, du bist das.
Hopefully, you and Adriana can be free of the Malvescent soon. Der ist so knufflig, der Kleine. Der hat eine sehr seltsame Färbung, muss ich sagen. Ich habe das noch nie gesehen, dass das so dreieckig oder so ist. Aber der ist so knufflig. Aber wir müssen weiter, es tut mir leid. Das war die Geschichte, die schon abgeschlossen ist. Ja, ich weiß. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mich niedermachen wollt, weil ich bei jedem Tier halte. Schreibt es mir aber auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das süß findet. Also, so oder so, ich werde es trotzdem immer wieder machen. Mich interessiert allerdings... Moment, jetzt... Ach so, auf der Karte kann man das gar nicht sehen, nur auf der kleinen Karte. Oder sind das die Truhen eventuell? Irgendwas zeigt ihr mir doch hier an auf der Minimap. Es sieht aus wie große Steine. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Okay, aber hier dürfen wir uns hochziehen. Das ist gut. Das dürfte hier drin sein, nehme ich mal an, oder? Müssen wir uns da reinziehen? Dürfen wir nicht. Warum dürfen wir das nicht? Warum dürfen wir das nicht und wo müssen wir hin? Das sieht aber aus, als ob das genau hier drin ist. Ist es aber nicht. Es ist dahinter. Moment. Moment. Da ist er. Warum versteckst du dich hier? Ist denn sie? Entschuldigung. Was machst du hier? Oh, I'm researching the contaminated beings of Windhill Shores. I've noticed an unknown contaminant on the floating plank in the sea, but I haven't been able to identify what it is. I only have a small amount of time to get the magic potion out of the water and onto the contaminant. Ich denke, ich schaffe das. Really? Oh, thank you. You must apply it to the contaminant within the time limit. Be careful not to let the magic potion come into contact with seawater, all right? Mhm. Zeitlimit. Lassen wir die Aufgabe mal. Oh Gott. Also, wann beginnt jetzt das Zeitlimit und was muss ich jetzt genau machen? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Besorge eine... Oh, das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Oh, kann man den Mist hier mal wegmachen? Ich sehe nicht, wo ich hin muss. So, it was a large stone crab. Thank you so much. Besiege eine große Steinkrabbe, nass von Regen oder Meerwasser. Eine große Steinkrabbe, das bist du. Ob du nass bist, weiß ich nicht. Reicht das? Nee, die war anscheinend nicht nass genug. Moment, da hinten ist eine angezeigt. Hä? Wie viele soll ich denn noch machen? Die werden mir ja schon extra angezeigt. Was ist denn mit dir? Du stehst ja sogar gerade noch drin im Wasser. Reicht das? Reicht auch nicht. Da ist nur einer. Oh, endlich! Also die eine stand im Wasser drin, aber das hat anscheinend nicht gereicht. Die andere, die war mit dem Kopf fast komplett unter Wasser. Das hat wohl gereicht. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch hier?
Ganz andere Seite, oder? Oh. Nehmen wir mal mit. Wo ist die denn gerade hingelaufen? Ich dachte gerade erstmal einen kurzen Moment, die greift mich an. Ach so, ich muss gar nicht mehr hoch, ne? Das ist einfach schon abgeschlossen. Ah Gott, heute ist wieder Tag der Verwirrung irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, nächster Auftrag. Der ist hier vorne. Irgendwo. Und dann habe ich hier auch noch so eine mega lästige Fliege, die mir ständig in mein Gesicht fliegt. Und wenn ich Gesicht sage, dann meine ich in meine Augen reinfliegt. Moment, das ist gar nicht hier vorne. Das wird mir gar nicht angezeigt. Ach, kommt, Leute. Das ist in der Stadt. Kann ich ja noch lange laufen. Revolupius. Many have died because of this evil man. Ist das so an der Küste? Hallo? Du sollst dich nicht rausschieben, du sollst dem Weg folgen, den ich entlang gucke. Spur eines magischen Kreises. Es sind Anzeichen eines unheimlich wirkenden magischen Kreises zu erkennen. Er ist verblasst und darf nicht verwendet werden. Gehe, suche nach weiteren verdächtigen Spuren. Der Typ hier ist verdächtig. Es gibt Anzeichen eines unheimlich wirkenden magischen Kreises. Anzeichen! Das ist ein komplett neuer Kreis hier. Du hast so etwas Ähnliches schon einmal gesehen. Ja, wo denn nur? Ich weiß es nicht mehr. Soll ich mit dir jetzt reden? This is an Archeum magic circle. Nee, echt? I found it while patrolling, but it doesn't seem to be working now. Ich habe ähnliche magische Kreise an den Küsten gesehen. More magic circles like this? Those cursed Archeum. What are they up to? We'd better look into it. Adventurer, could you check the village for signs of Archeum? I'll follow you right after I report to my captain. Verstanden. Und ja, ich sollte mit ihm sprechen, es stand sogar rechts drin, aber das habe ich dann natürlich mal wieder zu spät gesehen. Folge den Spuren erstmal hier rein. Wo kommen die Kreuse? Wo kommen die Kreise denn hier alle her? Die waren eben noch nicht da, als ich rumgelaufen bin. Ist das ein Panther? Es ist ein magischer Kreis mit einem Katzensymbol. Ja, erstmal lesen und dann Fragen stellen. Von dem magischen Kreis geht eine unheimliche Energie aus. Indem ich tiefer vordringe. Das ist ja toll. Und wohin? Hallo? Wieso? Warum darf ich mich jetzt nicht bewegen? Belausche die Unterhaltung der Dorfbewohner. Vor mir, okay. Das konnte man jetzt gar nicht so richtig sehen hier. Irgendwo hier war das? Hä? Hey? Achso, falsche. Jetzt ist es hinter mir. Ah, da. I'm seeing a lot of cats these days. I know. And they don't even bother with fish. They don't catch mice either. What? That doesn't make sense. Cat can't leave fish and mice alone. Ich suche nach frischen Fisch. Auch hier? Da. Frischer Fisch. Biete in den Katzen da und beobachte, was passiert. Es sind wohl magische Katzen, oder nicht? Aber wo sind die Katzen? Moment. Ach, da. Katzi, Katzi, Katzi. Achso, verbirg dich. Wohinter? Wohinter? Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Stinkender Fisch, sowas will ich nicht. Sieh nach, was die Katze zurückgelassen hat. No, ruined again. I made a rat morph potion instead of the terror bird. I
have to deliver the potion to Musk by tomorrow, I'll have to... Was der verzweifelte Zauberer zurückgelassen hat. Stand da nicht eben noch die Katze? Der Zauberer hat diesen Rattenverwandlungstrank weggeworfen. Vielleicht kann er genutzt werden, um den Katzen zu folgen. Wird da die ja eh keine Ratten mögen, ne? Hier liegen überall Fallen. Das ist nicht gut. Was passiert, wenn ich da reingehe? Verbeck dich hinter der Kiste. Hinter der hier oder hinter einer besonderen? Hinter welcher Kiste denn jetzt? Da? Jetzt ist da hinten... Können die das mal von Anfang an zeigen? Oder bin ich jetzt wieder so blind und hab's nicht gesehen? Fällt ja gar nicht auf, wenn man immer bum, 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 bum hört. Frage ist jetzt nur, wie weit darf die weg sein, beziehungsweise ich darf ja nicht zu nah ran sein, nehme ich mal an, ne? Geht so weiter. Aber ist schon cool gemacht. Also das muss man ja jetzt ganz ehrlich sagen. Ich denke, ich darf auch nicht in die Fallen laufen. Did you find the woman? No, she's hiding really well. Hm? Who's there? Niemand, niemand, la 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 la. Ich hatte Bock auf eine Schlägerei, tut mir leid. I'm sorry, I'm late. Glad you're okay. Also, Folgendes ist im Dorf geschehen. Es war einmal eine kleine Maus. They must be Arkian spies. I can't believe they snuck into the village. We better step up our vigilance. Thank you so much for your help. War das jetzt der Abschluss oder hatte ich gerade ein Level up? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay. Du kannst deine endgültige Belohnung wählen. Ach so, ja. Okay, okay. Wenn sie mir denn... Ach so, Moment. Zur Verbesserung. Für Waffen. Ach nee, das ist nur, dass ich zwei kriege, nicht, dass ich zwei habe. Für Zubehör. Ja, ich habe keine Ahnung. 26, 48... 23. Aber was heißt das jetzt genau? Dass ich die Sachen brauche? Ich nehme mal das für Waffen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Aufgabe heute auch wieder mehr oder weniger mit Bravour erfüllt. Also ich meine, ihr hört es ja schon an meiner Stimme, dass ich ein bisschen am Kränkeln bin. Dementsprechend habe ich auch das Gefühl, mein Kopf ist wieder ein bisschen Matsche. Und dass ich halt das Offensichtliche ein bisschen übersehe. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin gut drauf. Meine Stimme ist zwar gerade total im Eimer so ein bisschen, aber ansonsten bin ich gut drauf. Und ja, das ist die Hauptsache. Ich würde sagen, wenn wir das zeitlich schaffen, dass wir dann in der nächsten Folge vielleicht komplett noch den weiteren Bereich, also den nächsten Bereich, noch durchgehen werden. War auf jeden Fall lustig, gerade jetzt am Ende die Sache mit der Maus und den Katzen. Fand ich auf jeden Fall eine gute Idee. So was Ähnliches kenne ich eigentlich nur, ja, bisher wirklich nur aus Teso, wo man
so eine elektronische Maus war in der Stadt der Uhrwerke und dann ja quasi spionieren sollte, wo man durch die Leute durchgekrabbelt ist und dann so einen Geheimweg da entlang gekrabbelt ist und sowas. Und finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Und ja, ich will auch gar nicht lange drum herum reden, weil die Folge ist eh schon wieder so lange. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann im nächsten Gebiet in Anführungszeichen weitermachen und da nochmal diese, ja, ich sag mal Nebenquests noch beenden. Wobei ich nicht weiß, ob das alle Nebenquests sind, aber ich gehe mal davon aus, dass die alle hier angezeigt werden. Vielleicht gibt es auch versteckte Quests. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn euch da mal irgendwas aufgefallen ist. Ansonsten, ja, werde ich mich hier erstmal entlang hangeln und dann werde ich hoffentlich irgendwo was freischalten, also diese Bedingungen freischalten, dass wir dann mit unserer Hauptquest auch weitermachen können, wo wir eigentlich ja ursprünglich mal stehen geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!